Willkommen zu den Marburger Fadenspielen. Ich bin Frauke und ich zeige euch heute eine neue Fadenspielfigur. Die nennt sich der Eiffelturm. Dazu nehmen wir wieder unser Band und stecken auf der einen Seite links Daumen und Zeigefinger von oben in das Band und drehen die Hand nach oben zur Decke. So sieht das dann aus. Das Ganze machen wir jetzt rechts, Daumen und Zeigefinger. Erst nach unten in das Band stecken, dann die Hand nach oben drehen. So würde das dann aussehen, bestenfalls. Und das Seil ist nicht verdreht. Jetzt nehme ich mit dem rechten Zeigefinger das Seil vom linken Zeigefinger. Ich gehe also von unten von der Handinnenfläche in das kleine, in die Schlaufe am Zeigefinger und gehe mit dem rechten Daumen in die Schlaufe vom linken Daumen. Und ziehe mir meine Seilchen wieder gerade. Jetzt gehe ich mit dem linken Zeigefinger und dem linken Daumen zur rechten Hand, gehe mit dem linken Zeigefinger unter die Schlaufe vom rechten Zeigefinger und mit dem linken Daumen unter die Schlaufe vom rechten Daumen. So sieht das Ganze jetzt aus. Zum einen muss ich mit den Zähnen diese zwei Bänder hier in der Mitte greifen und festhalten. Und danach stülpe ich Zeigefinger und Daumen in diese Lücke hinein und drehe das Ganze nach unten. Ich zeige es euch einfach mal. Also erst das Seil nehmen. Jetzt mit dem Zeigefinger und Daumen die Lücke dieses Seiles suchen. Beide Finger reinstecken und die Hände nach unten spannen und die Finger spannen. Und so habt ihr einen 3D-Eiffelturm. Ich zeige es noch einmal in der Schnellversion.